So, hallo liebe Leute, und ich habe euch ja versprochen, wenn meine neue Grafikkarte da ist, mache ich ein Video, beziehungsweise wie ich meinen Rechner zusammenbaue. Sorry für die schlechte Qualität vom Mikro her, aber ja, ich muss halt mit einer kleinen Kamera aufnehmen, sonst geht das nicht anders. So, wie dem auch sei, heute geht es um die GeForce GTX 760 von Zutec. Mit, ja, was hier alles da so steht. Moment, ja, 2 GB RAM, Physics X, DirectX 11 und SLI fähig und so weiter. Hier auf der Seite steht noch der ganze andere Ramsch. Moment, ich muss mal kurz gucken, ob ich auch. Ja, das geht auch. Ja, wunderbar. Dann kann ich das andere auch nochmal abfilmen. Und der ganze andere Mist, der da halt so um sich rumschlägt. Wir machen da mal das gute Stück auf. Was ich mir auch noch dazu gekauft habe, ist hier so ein kleines Kabel. Jetzt hat das andere fokussiert. Ja, so eins. Von 6-Pin auf 2x8-Pin, beziehungsweise 2x. Ich muss da mal gucken, wie das abgeht. Das sind auch 2x6-Pin. Wenn ich das dann in meinen Rechner verbauen kann, wie das eingebaut wird, zeige ich dann auch noch im ungefähr in der Hälfte des Videos. Dann, wo ist mein Mess? Mein Messer, mein Messer, mein Messer. Verdammt, wo habe ich das jetzt hingelegt? Ah, da ist es doch. Ja, so. Ne? Taschenmesser und so weiter. Ach ja, die Rückseite habe ich ganz vergessen. Dann auch noch. Schöne Sachen stehen da auch drauf. Wie das hier, kann man das lesen? Ist halt auf. Ja. Wie gesagt, halt ist auf Englisch. Hier sind noch weitere Daten, die kann man jetzt nicht. Doch hier. Da ist Deutsch, das fokussiere ich euch mal. Schafft das das Objektiv? Ja, fast. Müsst ihr, denke ich mal, auf YouTube in HD schalten, dann habt ihr das. Ich lese das mal vorsichtshalber vor. Verpackungsinhalt, Zotac, Grafikkarte, Treiber, CD, mehrsprachige Bedienungsanleitung, mehr steht nicht drauf. Und ja. Dann stehen halt hier noch die ganzen. Ich glaube, die Seite habe ich euch aber schon gezeigt mit den Anforderungen, was da alles vorhanden ist, vorhanden sein muss, wie auch immer. Gut. Dann machen wir mal das gute Stück auf. Ganz vorsichtig. Ich will die Schachtel nicht beschädigen. So, Messer einklappen und weg. So, nochmal kurz scharf stellen. Ist ein bisschen blöd, weil ich das alleine mache. Ja, komm. So. Die Schachtel lege ich mal zur Seite. Ja. Das blendet ein bisschen, weil ich hier oben eine LED-Leiste habe. So, Zutec, it's time for play. Das sehe ich auch so. Machen wir das. Ich glaube, wir machen das mal hier an der Seite auf. Ist auch für mich mein erstes sogenanntes Unboxing. Jetzt muss ich mal. Nein, falsch rum. So geht das gute Stück auf. Und da haben wir sie auch schon. Und man sieht, es ist eine sehr, naja, ich sag mal, relativ große Karte. Achso, Hände gewaschen sollte man haben natürlich, weil es ja schön Technik ist und Erden. Das habe ich ganz vergessen. Das mache ich mal kurz an so einer Rohrleitung von der Heizung. So, dann haben wir hier einen Stecker von 6 Pin. Ach Scheiße. Auspacken will ich das jetzt nicht, weil ich den Stecker nämlich nicht brauche. Ist ein 6-Pin-Anschluss auf 2x Molex 3-Pin. Ich glaube, das ist der sogenannte männliche Stecker. Den brauche ich jetzt nicht. Ein VGA auf DVI-Adapter. Den brauche ich zum Beispiel für meinen zweiten Monitor. Und hier haben wir auch nochmal dasselbe mit dem Kabel. Gedönse. So. Holen wir mal das gute Stück raus. Ja, da ist sie nun. Wow. Ich weiß gar nicht, wie ich die anfassen soll. Mal scharf stellen. Ne?
Will er nicht. Passt. So. So, das ist also die GeForce GTX 760 von Zutec. 2 GB Arbeitsspeicher USB. Bin mal gespannt, wie laut die ist. Laut Berichten eigentlich relativ leise. So, hier das Zutec-Logo. Ich drehe die mal um. Da ist auch noch so ein Dingens drauf. Den ziehe ich mal ab. Brauche ich nicht. Wah, geh ab. So. Ist ein bisschen blöd mit dem Scharfstellen. So, wir brauchen 2 6-Pin-PCI-Stromanschlüsse. Ansonsten sieht sie eigentlich ganz schön aus. Ein PCI 3.0 hat sie. Und das PCB ist in schwarz gehalten. Also die Plattform hier ist in schwarz. Und eigentlich ist die Karte, also die komplette Karte, relativ klein. Der Rest ist hier nur kühler. Gebt euch die Scheiße mal. Ist nur kühler. Gut, da steht es auch noch drauf. Zutec GTX 760, 2 GB, 256-Bit, DDR5. Das sind hier die Speichermodule. Hier kann einer hin, da kann einer hin und da kann auch noch einer hin. Wenn jemand das Geschick hat, das Ding zu installieren. Hier sind die Anschlüsse für die SLI-Bridge. Finde ich ein bisschen schade, weil manche Hersteller haben hier noch so Gummimatten drauf. Das haben sie hier weggelassen. Finde ich eigentlich, um ehrlich zu sein, schade. So, die lege ich mal kurz zur Seite. Die werden wir ja dann noch brauchen beim Einbau. Ich kann ja schon mal per Augenmaß abgucken, ob die reinpasst. Ja, die passt. Gut. So, Styroporzeugs. So, und dann haben wir hier noch Treiber-CD und Handbuchgedönse, ne? So. Das ist jetzt echt ein schlechter Witz, oder? Moment, ich muss kurz mein Tablet holen. So, hallo, und da bin ich auch wieder zurück. Ich habe jetzt mal mein Tablet geholt, wo die ganzen Infos auch drinnen stehen zur Karte. So. So, mal hinlegen, das gute Stück. Ich zoome mal ein bisschen an die Karte ran. Geht das? Ja. So, dann können wir die auch besser sehen. So, das war jetzt mein Tablet, wenn ihr das jetzt gehört habt. Ich mache das mal leise. So, gut. So, das ist jetzt eigentlich, wenn du für den technischen Kram dich nicht so interessierst, das ist hier so eine komplette Liste, dann kannst du eigentlich jetzt das Video, ein Teil vom Video überspringen, bis ich die Karte dann in den Rechner einbaue. So, das ist jetzt halt nur für die, ich sag mal, Profis, ne? Also, CUDA Recheneinheiten 1152, Basistaktor 980, Boosttakt 1033. Texturfüllrate 94,1, Speichergeschwindigkeit 6,0, wenn ich das richtig lese. Speichergröße 2048 MB, also 2 GB. 256-Bit GDDR5. Maximale Bandbreite 192,2. FXAA und TXAA fähig, SLI ready, Pur Video ready, 3D Vision und Physik X, Programmierung und so weiter, CUDA, bla bla bla. DirectX 11, OpenGL 4.3, PCI, das ist der hier unten, 3.0. 3D Gaming, ja, Blu-ray 3D auch. Dann kommen wir zu den etwas besseren Sachen, sage ich jetzt mal. Maximale digitale Auflösung 4096 x 1260. Das würde bedeuten, ihr könntet, wenn ich das mal überschlage, an dieser Karte einen Fernseher, sage ich mal, anschließen und damit eine Größe von 4000 Pixeln von links nach rechts und von 1200 Pixeln von oben nach unten. Also ist schon, ich sag mal, da könnte man 2 riesen Fernseher dran schließen oder vielleicht sogar 4 kleine. Dann maximale VGA-Auflösung 2048 x 1500 Pixel. Medienverbindungen, das ist der ganze Ramsch hier vorne. Ich muss mal wieder rauszoomen, sonst sieht man das nicht. So, Scharfstellen, wunderbar. So, zack. Hier ist auch so ein High-Flow-Kühler, nennt sich das, glaube ich. Ja, da kann ich meinen Bildschirm nicht dran schließen, da brauche ich halt diesen VGA-Adapter. Gut, also wir haben Dual-Link-DVI-D und I. Das ist D, das ist I.
Sieht man ja auch hier an dem Strich nur, das ist i. DisplayPort, keine Ahnung, wofür der genutzt wird, und der gute alte HDMI. Für mehrere Bildschirme geeignet. HDCP, ja, HDMI Audio, internal, bla bla bla. So, Breite ist sie 11,11 cm. Also von hier, von da nach da, glaube ich, wird das gemessen. Länge 24 cm, 24,13. Und Bedarf an zwei Steckplätzen, also zwei Slots braucht die hier. Ne? Höchsttemperatur 97 Watt, Leistungsaufnahme 170 Watt, minimale erforderliche Systemleistung, also Netzteil 500 Watt und Netzanschlüsse 6x2 Pin, die hier. Nochmal zu den Abmessungen, das sind 4,370 Inch. Und 9,5 Inch. Wir gehen mit. Okay. So, gut, das waren jetzt so die technischen Eigenschaften der Grafikkarte. Ist hier noch was, was ich. Nee, brauche ich nicht. Gut. So, das war's zu der Grafikkarte. Und dann sehen wir uns gleich, wenn es hier auf das Bild passt, wie wir das gute Stück einbauen. Das wird auch ziemlich interessant. Aber mal schauen, freue ich mich drauf. Gut, also dann, wir sehen uns in 2 Sekunden gleich wieder an meinem Rechner. So, hallo, und da bin ich wieder. Hier ist mein Rechner. Ich mache den gerade mal zur Seite hin auf. Die Schrauben kommen rechts hin. So, ist ein bisschen blöd, weil ich nach oben hin nicht viel Platz habe. So, den Lüfter hier, den tue ich auch gleich noch da hinten hinbauen. Das mache ich aber jetzt nicht in der Aufnahme. So, wo stecken wir das gute Stück hin? So, passt. Oder? Nein, passt nicht. So, jetzt passt's. Und dann nutze ich auch gleich dann mit dem Pinsel hier die Gelegenheit, das ganze Ding abzustauben, wenn ich Zeit habe. So, gut, hier sehen wir meine alte Grafikkarte, eine GeForce GTX 550 Ti. Natürlich auch von Nvidia. Nur mein Netzteilgedönse hier. So. Ich mach mal das scheiße Kabel hier weg. Und dann tue ich auch gleich mal ein bisschen Kabelmanagement betreiben. Das ganze Zeug so da hinten rumlegen. Dann ist hier nicht so ein Kabelsalat drin. Das hat mir irgendjemand zusammengeschustert. So, wo habe ich jetzt die Scheiß-Schraubenzieher hin? Das ist einfach gut, wenn man einfach irgendwie anfängt. Ohne irgendwie nachzu. Ja, da hinten. Moment. Ja, da sind sie. So, hier so 2 Stück, ne? Gut mit. Ach scheiße, das ist einer, das ist ein Schlitz. Ich hoffe, der passt. So, gut. Hier, wo mein Schraubenzieher ist. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, Moment, ich muss den USB-Hub da oben wegmachen. Ich hätte mich auch ein bisschen besser vorbereiten müssen. Das war jetzt ein bisschen überstürzt, die Aufnahme. So, Kamera wieder richten. Passt. Gut, hier ist eine Schraube, die schraubt man natürlich ab. So, ab. So, jetzt liegt die Karte eigentlich schon praktisch frei. Die kann man einfach so, glaube ich, da rausziehen. Ach nee, da unten ist ja noch ein Hebel. Bei manchen ist ein Hebel, bei anderen nicht. Ich müsste eigentlich die TV-Karte auch mal rausschrauben, dann komme ich besser an die Karte allgemein dran. Mit der TV-Karte übrigens nehme ich, wenn ich Let's Plays von der Xbox und so mache, nehme ich damit die PlayStation 3 und die Xbox auf. Hier, sowas ist das von Avamedia. Kann ich auch mal den Link reinstellen. Ist eine schöne Karte. Nur für hochauflösendes HD ist sie jetzt nicht so super geeignet. So, dann kommen wir jetzt auch besser hier an den Hebel. Den muss man so zurückschieben. Das geht ein bisschen schwer, da die. Oh, der sitzt aber. Fuck. Ach, der ist schon hinten. Das merkt man gar nicht. So, zack, da ist er draußen. So, das war meine
alte Karte, meine, wie gesagt, 550 Ti, da seht ihr es. 550 Ti von Gainward. Ist eigentlich so für den Standard, sage ich mal, auch eine super schöne Karte, kann ich auch gut empfehlen. Die werde ich erstmal weglegen, falls die andere nicht funktioniert, habe ich immer noch eine als Ersatz. So, hier haben wir die PCI-Ports. Da, das ist der 3.0, das ist ein 1.0, wenn ich mich recht entsinne. Dann hier drüben haben wir halt den Arbeitsspeicher, hier ist der CPU, interessiert uns nicht. So, da ich weiß, dass meine Karte zweipolige Anschlüsse hat und ich meine Kabel damals von meinem Netzteil, fall nicht runter, da ich damals die Karte von meinem Netz, die Kabel von meinem Netzteil, ich Idiot, weggeworfen habe, ja, habe ich keine Kabel mehr, deshalb musste ich improvisieren, habe mir deswegen das hier geholt. Das macht man einfach folgender. Komm, fokussierter, fokussierter, fokussierter. Jawohl, wunderbar. So, hier ein 6-poliger Anstecker und hier haben wir auch einen 6-poligen. Und den steckt man einfach so daran. Vielleicht klickt man es. Ich hoffe, ihr habt es klicken gehört. So, jetzt ist der Scheiß verbunden. Passt. Das lege ich mal kurz zur Seite. Ach halt, hier haben wir noch so einen 8-Pol draus. Den mache ich mal zu einem 2-Pol. Ich weiß nicht wie, ich habe das noch nie... Ah, genau. Einfach hier so nach oben schieben. So, jetzt haben wir einen 6-Pol draus. Und das gleiche machen wir auch gleich beim anderen. So, die kann man einfach hier so mit Kabelbindern hier so zurückklappen. Und die zwei Stecker kommen in die Grafikkarte. So, da haben wir das gute Stück. Jetzt müsst ihr gucken, halt, dass dieser PCI-3-Slot da reinpasst. Ist eine kleine Friemelarbeit. Ich will da jetzt ganz, ganz vorsichtig rangehen, weil es halt eine schöne neue Karte ist. So. Ihr seht jetzt nicht wirklich viel. Deshalb ist es jetzt auch schwer zu filmen. Da braucht man eine kleine, ganz, ganz kleine Kamera. Ich muss jetzt mal gucken, wo der PCI ist. So, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich gucke nochmal oben. Nein, habe ich nicht. Gott, was ist denn hier für ein Kabelsalat? Das muss ich gleich mal ändern. Das ist ja grauenhaft. Ist mir noch nie aufgefallen. So, hinten möchte ich noch sagen, hier sind so zwei Laschen, sage ich mal. Die müssen, könnt ihr das sehen, dahin. Als Leitlinie, sage ich mal. So, ganz vorsichtig. Hier sind die Kabel von der Festplatte. Festplatte. Na, jetzt muss ich doch mal ein bisschen aufpassen. Huch, das ist der falsche Slot. Einen runter. Hier sind einfach die Kabel im Weg. Muss man ganz vorsichtig sein, weil das Ding hier darf nicht beschädigt werden. Oder möglichst nicht beschädigt werden. So, welche Kabel kann ich dann... Die sind wichtig, die sind alle wichtig, verdammt. Da tue ich gleich mal Kabelmanagement betreiben. Also mal Kabel hier hinten rumlegen und so, wo die halt hin sollen. Da ist der Stromanschluss. So, komm. Uah. Jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen. Verdammt, gibt's da nicht. So. So, zack. Jetzt klappt's auch hoffentlich. Ich treffe die zwei Laschen nicht. Ah, so. Jetzt habe ich die Laschen. Und jetzt müsste ich... Wo hakt's denn? Nicht doll drücken natürlich auch.
Diese eine Lasche macht Probleme. Da, Gnarf. Das gibt's doch nicht. So, jetzt. Jetzt ist die Lasche drinne. Jetzt muss ich nur noch den PCI finden und dann einfach runterdrücken. Weißt du was, ich habe Angst, dass ich die Laschen verbiege, deshalb lasse ich die mal weg. Ich tue die einfach hinten dran. Ne? Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass ich die verbiege. So, zack. Ich habe das Klacken gehört. Jetzt einfach runter drücken. Jetzt habt ihr das gerade nicht gesehen, habe ich festgestellt, weil ich hier mit meiner Hand. So. Einfach jetzt an den zwei Enden dann so runterdrücken. Dann hier unten den Hebel umlegen. Und dann sitzt die Karte fest. Installiert. Dann halt hier noch die zwei oder eine fest, eine Schraube da. Festmachen, ich habe nur eine Schraube, deshalb setze ich die jetzt mal in die Mitte. Jetzt ist sie mir reingefallen. Gut, dass man am Schraubenzieher so ein Magnet hat, dann kann man die Schraube nämlich ganz einfach wieder rausziehen. So, jetzt hier die Schraube reindrehen. Hand fest anziehen, nicht zu doll. Hier ist noch so eine Blende. So, und dann müsste ich jetzt eigentlich noch die TV-Karte, aber egal. So, jetzt haben wir hier die zwei Stromstecker und die macht man jetzt einfach da dran. Je nachdem, wie sie drauf passen. Was ist welches Kabel? Das ist so. So, ich zoome mal rein. Nein. Genau, so. Jetzt hier einen 6-poligen Stecker daran. Ich muss mal klicken, hören, ob es Klick macht. Ja, hat so ein bisschen geklickt. Und das andere da dran. Na, geh ran. So. Schon ist die Grafikkarte angeschlossen und im Betrieb. Und ich beende dann mal die Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon war. Ich glaube, 20 Minuten hat die Folge jetzt oder sogar eine halbe Stunde. Jetzt ist die Karte installiert. Ich tue die jetzt nochmal ausbauen und hier nochmal ein bisschen Kabelmanagement betreiben, weil das sieht einfach nur grauenhaft aus. Und dann sehen wir uns in 3, 2, 1, in 3 Sekunden auf meinem PC-Bildschirm, wo ich dann so die Karte ein bisschen konfiguriere, sage ich mal. Ne? Dann zeige ich euch noch bei Tomb Raider so die ganzen, ja, sag mal, Grafikeigenschaften, mal sehen, was da so vor sich geht. Gut, ich bedanke mich. Die Folge ist, da ist die Folge verlinkt. Und dann, ja, sehen wir uns dann, wenn du diesem Link da oben folgst, dann auf meinem Bildschirm, wo ich dann die Karte, ne, halt konfiguriere, wo nochmal genauere Daten dastehen, ne? Also dann, vielen Dank, dass du dabei warst. So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook. Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten Profit, so heiße ich. Nicht verwechseln, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.